Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bald ist es soweit, am 11. Juni beginnt die Europameisterschaft in mehreren verschiedenen Ländern und ich hatte Bock, das machen jetzt aktuell viele. Ja, ich habe schon mal vor mehreren Monaten schon mal dasselbe gemacht, aber klar, die Fußballwelt ändert sich immer. Viele Mannschaften haben schon ihre Kader vorgestellt, ich glaube auch schon alle. Alle, hab mir die alle nicht angeguckt. Ja, klar, Leute werden jetzt sagen, Digga, du hast jetzt keine Ahnung, was tippst du da? Ja, an sich gebe ich euch recht, aber Real Talk, um zu tippen zu können, braucht man keine Ahnung. Man braucht da eher Glück. Man braucht vielleicht ein Grundverständnis, wie gut einzelne Mannschaften jetzt sind und der Kader jetzt aussieht. Sowas müsste man jetzt wissen. Aber es passiert im Weltfußball so viel random Kack. Und keiner hätte erwartet, dass bei der WM 2018 Kroatien im Finale steht. Da, ich habe die sogar Real Talk auch mal vor der WM sogar mal im Finale getippt. Da haben alle gesagt, Digga, ich laber Scheiße. Ja, am Ende, wer hat Scheiße gelabert? Ich, weil wirklich, es würde, ich hätte wirklich, hätte ein anderer Streamer das gemacht, Kroatien im Finale getippt, hätte ich auch gesagt, Digga, hat er keine Ahnung. Aber am Ende, ja, war da, ja, war der andere schlauer. Aber manchmal ist es nur Glück. Und ja. Ich tippe einfach nur aus Gefühl und nach meiner Meinung. Schreibt mal eure Meinung gerne mal in die Kommentare, wer weiterkommt. So, die Gruppe A, die Schweiz mit ihrer besten, was? Mit dem besten Kader der Geschichte, sagen viele. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie stark die anderen Schweizer Kader war. Die Schweiz ist immer Zweiter, sind bei jeder EM oder WM dabei. Aber sind nie als Gruppenerster weitergekommen. Das glaube ich jetzt nicht. Wer ist noch dabei? Die Türkei. Türkei, Schweiz, die sehe ich ja gleich stark an, obwohl die Schweiz ein bisschen stärker ist. Die Türkei wird ein bisschen überhyped. Keine Ahnung. Weil sie, klar, sie haben gegen zwei starke Mannschaften gewonnen in der WM-Quali. Aber wer gegen Lettland unentschieden spielt, also. Okay, Deutschland spielt auch noch ein Freundschaftsspiel gegen Lettland. Also wenn die das verlieren, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Türkei jetzt so Gruppenerster oder der es gibt auch Leute, die übertreiben, so auf TikTok, dass Türkei Turnierfavorit ist. Also das ist absoluter Blödsinn. Reels, keine Ahnung, ich habe mir den Kader angeguckt. Zwei gute Spieler sind dabei, vielleicht ein paar junge Talente und sonst ist ja nur Gareth Bale. Na, höchstwahrscheinlich werden die bei mir Vierter. Und Italien. Italien, brauchen wir nicht diskutieren, wird Erster. Die Schweiz wird Zweiter. Die Türkei wird Dritter. Und Wales, sorry, wird Vierter. Italien, für mich Geheimfavorit. Dann Gruppe B. Russland ist dabei. Die eigentlich, ja, für die WM, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber für die EM dürften die doch noch mitmachen. Obwohl da einen kleinen Dopingskandal gab, aber anscheinend ist es der UEFA egal. Dann Belgien, für mich kein Geheimfavorit mehr, sondern ein klarer Favorit. Wird manchmal entweder overrated oder underrated. Also overrated meine ich jetzt, dass ich sage, Digga, das ist die beste Nationalmannschaft, die es jemals gab. Und underrated wird es, wenn Belgien noch nicht mal als Kandidat für die Europameisterschaft genannt wird. Für mich Belgien klarer Favorit. Wird auch klar Gruppenerster. Dänemark für mich auch ein geiler Kader. Gegen Deutschland haben die gespielt. Ja, da war Dänemark jetzt nicht so stark, aber trotzdem haben die dann unentschieden rausgeholt. Vielleicht machen die das öfters und kommen so weiter. Ja, Dänemark für mich hier die zweitbeste Mannschaft in der Gruppe. Finnland das erste Mal dabei. Ah, ich weiß nicht, vielleicht federt das. Vielleicht federt das die Mannschaft, die jetzt keine Leistungsexplosion hatte. Also der Kader war eigentlich gleich, aber trotzdem haben die es irgendwie zur WM geschafft. Oder, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Finnland hat sich jetzt nicht so krass verbessert. Aber trotzdem haben sie es weitergeschafft, in der Europameisterschaft sich zu qualifizieren. Vielleicht genauso wie Island so plötzlich dabei, genauso wie auch Nordmazedonien. Na egal. Ich denke jetzt nicht, dass Finnland Dritter wird, sondern Russland wird Dritter und Vierter wird Finnland. Oh, es blitzt draußen, habe ich mich fast erschrocken. Österreich, Nordmazedonien, genauso wie Finnland, das allererste Mal dabei. Die Ukraine, boah, heute Donner im Hintergrund, Digga, gerade war es noch 22 Grad. Ukraine gegen Österreich, was laber ich? Ukraine und Österreich finde ich meiner Meinung nach gleich stark, wenn vielleicht
Österreich ein Tick besser. Österreich war vorher eigentlich nur Alaba und der Rest. Jetzt ist da nur noch Alaba und paar gute Spieler. Und ich finde, ja, Österreich ist halt so ein Ding für sich. Österreich, da sagt man, oh, gute Mannschaft, die werden es weit bringen. Am Ende werden sie Gruppenletzter, wie bei der Europameisterschaft 2016. Der Niederlande, für mich brauchen wir nicht diskutieren. Erster, Österreich wird Zweiter, die Ukraine Dritter und Nordmazedonien wird Vierter. Gruppe D. Schottland, seit langem wieder dabei, seit, boah, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren, aber schon lange. England, für mich brauchen wir schon nicht diskutieren. Erster, Kroatien ist so ein Ding für sich. Kroatien ist so eine Mannschaft, die gerne mal irgendwie. Eigentlich ist es eine gute Nationalmannschaft, aber öfters, genauso wie gerade gegen Armenien, spielen die unentschieden oder gegen die Slowakei verlieren die. Ich weiß nicht, gegen wen die noch verlieren. Also Kroatien ist sehr anfällig, gegen Mannschaften, die eher schwächer sind, zu verlieren, aber gegen etwas größere Mannschaften zu gewinnen. Keine Ahnung, ich sag trotzdem, dass Kroatien Zweiter wird. Dann Tschechien, Schottland. Ja, Tschechien würde ich ein bisschen Augenhöher besser sehen, aber. Eine kleine Überraschung sage ich, dass Schottland auch. Also Schottland gegen England, darauf freue ich mich. Schottland wird Dritter. Tschechien wird dann Vierter. Polen mit Robert Lewandowski. Klar, Robert Lewandowski gerade einer der beste Fußballer der Welt. Viele handeln ihn für den Ballon d'Or auch klar zu Recht. Aber ich finde, wenn es um die Weltfußballerwahl geht, ist die die. Warum sage ich immer WM? Die Europameisterschaft wichtiger Faktor. Und. Es ist sehr anfällig. Polen hat meist so Lewandowski, paar gute Spiele. Oder okay, es ist nur ein bisschen übertrieben. Aber Polen sehe ich keine Ahnung. Letzte WM wurden sie auch Gruppenletzter und da hatten die Japan und Senegal waren vor denen. Also entweder geht Robert Lewandowski. Also es ist ein ri hohes Risiko, dass Polen in der Vorrunde raus ausscheidet und Lewandowski kein einziges Tor schießt. Und es kann auch sein, dass Polen hier richtige Überraschung wird und Lewandowski Torschützkönig wird. Das wird schwierig. Ich sag hier, komm, es passieren viele Überraschungen. Erster wird Polen. Dann noch eine Überraschung. Ich sag, Schweden wird Zweiter. Spanien wird Dritter. Ja, Leute, ihr hatet mich jetzt. Ich sehe das schon. Aber vielleicht mache ich das auch für Algorithmus. Umso mehr Hate-Kommentare, umso mehr Aufrufe, umso mehr Kommentare. Umso besser erkennt das der Algorithmus und häufiger wird das Video vorgeschlagen. Es passieren immer wieder Überraschungen und eine Mannschaft muss es mal treffen. Dann die Slowakei wird Letzter. Also hier erster Polen, zweiter Schweden, dritter Spanien und vierter Slowenien. Dann Wolverhampton, Frankreich. Deutschland und Ungarn. Ungarn brauchen wir nicht diskutieren, wird Letzter. Frankreich wird Erster. Also, das sind schon Dinge, die schon klar sind. Portugal, Deutschland. Ja, ich weiß, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist letztes Turnier für Jogi Löw. Portugal mit Bruno Fernandes, mit Cristiano Ronaldo, ein Felix und so weiter. Ein guter Kader wird für mich Zweiter, für mich sogar ein klarer Favorit mit Frankreich, England, etc. für die Europameisterschaft und Deutschland wird nur Dritter, wird vielleicht mal ein Spiel gegen Ungarn gewinnen oder mal ein Unentschieden gegen Portugal. Dann kann ich anklicken, die besten Gruppen Dritter, mit unfair ist, weil viele machen nach Sympathie, oh, ich mag Deutschland, der Türkei mag ich nicht, aber Russland mag ich, deswegen nehme ich die. Mag ich es fair, ich gehe hier auf Random Number 1 bis 6, Türkei ist 1, Russland 2, 3, 4, 5, 6 und wir. Wie viele gibt's, kann man maximal auswählen? Okay, zwei fliegen raus. Deswegen losen wir hier mal zweimal aus. Welches Land ist das erste, was nicht weiterkommt, ist. Hab ich schon drauf gedrückt? Die zwei, also Russland, kommt nicht weiter und die Türkei. Ukraine, Schottland, Spanien und Deutschland haben Glück, die kommen noch weiter. Ja, dummes Prinzip, was ich hier gemacht habe, aber mit's fair ist. Ich rede irgendwie ein bisschen wie ein Roboter. Belgien, Deutschland, zwei Länder mit gefühlt die gleichen Flagge. Ja, brauchen wir diskutieren, dass Belgien die bessere Mannschaft ist. Ich habe keinen Bock auf die Leute, die immer hier diese Deutschlandbrille haben und dann Deutschland bis ins Finale tippen.
ich möchte das ein bisschen realistisch machen. Richtig realistisch ist unwahrscheinlich, aber ein bisschen. Italien gegen Österreich, hier kommen die Italiener weiter. Ich werde hier auch zu den Paaren auch ein wenig sagen, weil dann wiederhole ich mich tausendmal. Also die Achtelfinalpartien kannst du auch irgendwie ein bisschen wegschmeißen. Also hier weißt du direkt, dass Italien weiterkommt, hier weißt du direkt, dass Belgien weiterkommt. Hintergrund donnert es und hier, dass Frankreich weiterkommt, ist auch klar. Kroatien gegen Schweden, das ist auch wieder so ein Duell, das Kroatien typisch verlieren würde. Kroatien hat immer dieses Problem, dass sie immer sehr, sehr früh ausscheiden bei Wettbewerben. Ich denke hier, dass Kroatien weiterkommt. Polen gegen Schottland. Polen gegen Schottland, oh, interessantes Duell. Nicht so attraktiv, aber hier gönne ich es Robert Lewandowski, er kommt weiter. England gegen Portugal, das ist so ein 50-50-Ding. Vielleicht ein paar Prozente mehr für Portugal. Hier sehe ich Portugal weiter. Niederlande gegen Spanien. Boah, die Niederlande. Ich weiß nicht, wie ich die einschätzen soll, aber ich weiß auch nicht, wie ich Spanien einschätzen soll. Klar, Spanien hat 6-0 gegen Deutschland gewonnen, aber Nordmazedonien hat auch gegen Deutschland gewonnen. Also das ist jetzt kein Faktor, wo ich sage, oh, die ist besser. 50-50, ich sage Niederlande. Switzerland, die Schweiz gegen Dänemark, auch so ein 50-50-Ding. Schweiz hat immer so ein Problem, dass sie immer sehr, sehr früh ausscheiden im Achtelfinale. Ich glaube, der Fluch geht weiter und Dänemark kommt weiter. Dänemark für mich, habe ich schon mal erwähnt, ein sehr junger und guter Kader. Nicht jetzt auf dem Niveau von Belgien, Frankreich, Italien und San Marino. Das soll ich jetzt nicht sagen, aber schon ein guter Kader und könnte für Überraschung sorgen. Ja. Dann Belgien gegen Italien. Gab schon letztes Jahr. Hier wird Belgien weiterkommen. Obwohl, ich habe mal dasselbe Video schon mal gemacht, wo ich getippt habe. Und da haben auch viele Italien sogar die Daumen gedrückt, dass sie klar gegen Belgien gewinnen wird. Für mich Italien klarer Geheimfavorit. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Italien sehr weit kommt. Aber sorry, Belgien sehe ich da ein bisschen besser. Frankreich gegen Kroatien. Hier leider können sich die Kroaten nicht mehr rächen. Können sich nicht rächen für das Finale. Das, ja, ich will nicht... Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ja, der Schiedsrichter ein kleiner Franzose war. Also für mich, Digga, direkt klare Schwalbe und kein Elfmeter. Also, ja. Aber ich will hier keine Diskussion empfachen. Polen gegen Portugal. Ja, sorry, Robert Lewandowski. Auch wenn du aktuell beide Länder fangen mit Po an. Lul. Auch wenn ich finde, dass du aktuell der beste Fußballer bist, wirst du leider gegen Portugal rausfliegen. Niederlande gegen Dänemark. Oh Leute, ich werde hier Hate kriegen, aber hier wird eine Überraschung geben. Dänemark kommt weiter. Belgien gegen Frankreich. Ich weiß nicht, wie weit es Belgien schafft. Letztes Jahr sind sie auch sehr früh gegen Frankreich sogar auch ausgeschieden in der WM 2018. Leider Frankreich kommt ins Finale und hier, klar, kommt Dänemark weiter. Nein, Spaß, wir kommen hier. Wir verarschen euch jetzt nicht. Portugal kommt weiter. Dann das Finale, das gab es schon letzte Europameisterschaft 2019. Digga, Bruder, warum habe ich so viele Versprecher? Deswegen predikte ich nicht so gerne. 2016. Frankreich gegen Portugal, hier brauchen wir nicht diskutieren. Frankreich würde auch die Europameisterschaft gewinnen, wenn sie mit einem B- oder C-Kader kommen. Frankreich wird Europameisterschaft. Ja, Leute, das sind alle meine Tipps. Bitte hatet mich da nicht dafür, sondern schreibt in die Kommentare, was eure Tipps sind. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.